Wann geht der Flieger? 17:45 Uhr, deswegen sagst du dich mal jetzt rein. Ja. Run. Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir fahren jetzt ganz kurz nach Hause, unsere Sachen holen. Ich habe ja die Taschen schon vorgepackt. Und ja, ich melde mich dann. Wir sind jetzt zu Hause, wir haben nur noch 7 Minuten, dann müssen wir losfahren. Wir werden mit dem Taxi dann direkt zum Flughafen fahren. Ja, Nala, ich würde sagen, Beeilung! So Leute, wir sind jetzt los. Wir haben es richtig eilig. Was suchst du? Dein Handy? Ich habe mein Handy nicht, Nala. Geht schon mal gut los, ihr habt ihr Handy vergessen. Run. Sag Luisa! Leute, ich hab mein Handy vergessen gehabt, Mann. Ich bin richtig aus der Puste, ich muss jetzt Nara finden, er ist schon ein Taxi holen gegangen. Leute, damit ihr versteht, wir haben 17 Uhr. In 45 Minuten geht der Flieger. Flughafen. Ich habe eigentlich schon Online-Check-In gemacht. Ich hoffe, da ist nichts schief gelaufen. Und ja, Mann, ich hasse Zeitdruck so sehr. So, ich habe euch eigentlich schon erklärt, warum wir fliegen, aber ich kann es nochmal euch erzählen. Nada und ich hatten in letzter Zeit so viel zu tun. Er musste 2-mal am Tag zum Training. Da hat er noch unsere Videos geschnitten. Dann hat er mich noch in voll vielen Sachen unterstützt. So, er hat mir letztens erzählt, wie schön es jetzt wäre, jetzt einfach mal wegzufliegen. Und ja, dann dachte ich mir, Paris, die Stadt der Liebenden, denn wir lieben uns. Fliegen wir einfach nach Paris. Ich muss Handy jetzt wegpacken, weil, because I need my board card. Leute, ich habe einfach eine GoPro gekauft, deswegen filme ich immer diese Nahaufnahmen. Ich wollte unbedingt eine haben, jetzt habe ich eine. Was geht, Leute? Neue GoPro, neueste sogar. Wir sitzen jetzt im Flieger. Na, dann nervt mich schon jetzt mit deiner GoPro. GoPro 8, GoPro 8 Black. Das ist mein Baby. So Leute, wir sitzen im Flieger drin. Ist auf jeden Fall ein schönes Geschenk von Luisa. Freue ich mich auf Paris. Ein bisschen abschalten. Ich hasse es so viel. Einer bucht Flug und hat Flugangst. Ich bin Angst wie Karussell. Denkst du, diese Hand rettet dich, wenn du abstellst? Ich muss einfach pissen, ja. Die ganze Zeit muss ich pissen. Jetzt noch auf mein Glück Turbulenzen. Jetzt müssen wir angeschnallt bleiben und ich muss übertrieben pissen. Guck mal, erstmal hatte die Angst. Jetzt, sie zeigt mir, da ist eine Stadt, da ist ein Dorf, da ist ein Sumpf. Weißt du, wie du aussiehst? Deine Nase ist so groß. Ja und? In der Paris Française und das ist der Mond. Kennst du eigentlich ein französisches Lied? Yeah, je ne parle en français. Aber bitte red weiter. Das ist Deutsch. So Leute, wir sind am Flughafen. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Das steht Exit. Sortier mal deinen Kopf und finde mal den Ausgang. Wir sind jetzt im Taxi. Wir brauchen jetzt noch 20 Minuten bis zum Hotel. Na, er hat hier direkt einen Freund gefunden. Ja, ich melde mich dann einfach, wenn wir hier raus sind. Ja. Bis dann. Mashallah, helle. Ah, helle. Paris ma'rufa bit Tourifel. Wie geht es Ihnen? Gut. 1, 2, 3, 4. Wegen Corona. Wir sind jetzt im Hotel angekommen. Merci, vivant, welcome.
gleich, wenn wir rausgehen. Wir gehen jetzt in die Stadt. Was für Stadt? Wir gehen zum Eiffelturm. Ja, ist doch in die Stadt. Ich glaube nicht als Stadt. Unser Hotel ist direkt am Eiffelturm, Leute. What's up? Yes, come on. Scheiße. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein, wie sagt man das jetzt am besten? Ich kann auf meiner Bucketliste eine Stadt wegstreichen, und zwar Paris. Genieß mal erstmal Paris, bevor du hier was wegstreichst. Wir haben jetzt zweimal Crepe bestellt mit Nutella. Wir suchen die Stadt. Wir finden sie noch nicht richtig. Aber ich bin guter Dinge, wir werden sie finden, die Stadt. Wir werden auch zu Fuß laufen. Wir sind doch in der Stadt. Wir sind dort. Oder? Wir sind in der Stadt. In der Stadt Paris. Thank you. Melden uns, wenn wir in der Stadt sind. Das wird ein bisschen dauern, Leute. Sie sagt 10-mal, wenn wir in der Stadt sind. Was ist denn hier Stadt? Ich bin gerade ein bisschen durch die Stadt gefahren. Mit einer Karte. Wir suchen jetzt noch einen kleinen Supermarkt und gehen dann einfach nach Hause chillen. Good morning. Wir sind jetzt gerade aufgestanden. Gestern, Leute, wir haben die ganze Zeit einen Supermarkt gesucht. Wir sind auch voll weit gefahren mit der U-Bahn, aber wir haben nichts gefunden. Deswegen haben wir nichts mehr gefilmt. Jetzt starten wir hier einen super Tag. Heute nehmen wir nämlich auseinander, denn gestern war ja richtig lahm. Wir gehen jetzt auf jeden Fall etwas frühstücken. Was kann man hier so frühstücken? Baguette, Croissant, keine Ahnung. Wir sind jetzt etwas frühstücken. Wie heißt das Café? Café Kleber? Café Kleber. Das ist unser Frühstück. Pancakes with strawberry jump. So Leute, wir haben gerade unser romantisches Foto gemacht. Kein typisches Pariser Foto, aber das sind wir. Wir verstellen uns nicht. Wir sind einfach so, wie wir sind. Wir blenden euch das Foto hier ein. Wir kaufen uns jetzt Tickets und fahren mit der Bahn Richtung Champs-Élysées oder wie das auch heißt. Komik ist aus, ja. Ja, können wir mal kurz aufzutanzen? Merci beaucoup. Wir sind hier in der Champs-Élysées-Straße. Hier gibt es Champs-Élysées-Straße, heißt es so? Wir sind gerade in einem Disneyland. Das bin ich. Nada. Simba. Wer ist es? Wer ist es? Kennst du den nicht? Den Film oben. Doch, aber erklär mal seinen Umbruch. Wo sind wir, Nada? In Lafayette. Ich glaube, Leute, hier gibt es so Markenkleidung und so, oder? Ja, 485 Euro. Jo, Leute, wir sind gerade in einem Laden in Paris, an der Champs-Élysées. Ja. Yeah. Soll ich erzählen? Wir sind unterwegs. Wir chillen. Luisa sucht sich gerade was aus, ein neues Outfit. Jo. Hier gibt es ein paar coole so Süßigkeiten, kann ich euch mal zeigen. Warte. Ich würde diese grüne Fanta holen. Leute, es regnet mir hier viel zu viel. Ich habe da vorne was gesehen. Guckt mal jetzt, was wir machen. Hallo. To buy this Tüte.
Hallo? Foreign. Bonjour. Tamam, dann machen wir one tüt. One tüt von dieser und one tüt von dieser. Voilà. Voilà. 12 Euro. 12 Euro für zwei Ponchos? Yes. Warte, du verarschst mich, Bruder. Leute, wir haben uns Ponchos gekauft. Es geht, Leute. Nur noch Designer ab heute, nur noch Designer. Leute, das Wetter spielt leider nicht mit. Aber es ist ein Thriller. Aber wir spielen mit. Also, hat das kein Dings? Nein, leider nicht. Taschen? Scheiße, bist du bereit? Ich bin bereit. Los geht's. Kickdown. Probiert jetzt den Macaron aus. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zurück. Er rutscht einfach hier die Straße runter. Ich schaff sogar noch mehr, ich schaff noch weiter. Okay, zeig. Wir haben uns jetzt hier einen Schoko-Croissant, einen Natur-Croissant bestellt. Leute, ich bin tot, aber ich bin glücklich. In einer Stunde geht es auf jeden Fall zurück. Wir planen noch ganz kurz, was wir machen, weil spazieren, ich weiß echt nicht, es regnet so stark. Ich echt nicht weiß, ob man spazieren kann, aber wir denken uns noch etwas aus, was wir machen können. Na? Ja, dann würde ich nur sagen, guten Appetit und wir sehen uns gleich. Leute, ganz großes Netz. Es ist richtig kalt, Mann. Beim nächsten Mal, wenn ihr wegfliegen solltet, schaut, wie das Wetter vor Ort sein wird. So Leute, das war's mit unserem Paris-Vlog. Wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Leider hat es geregnet und wir konnten nicht so viel machen. Aber ich hoffe, es hat dir gefallen. War richtig schön, Mensch. Dankeschön. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bye.